wir sind jetzt hier in der Deidesheimer Mäushöhle und ich habe gerade gesehen, wir sind ein ganz großes Stück am Herrgottsacker vorbeigekommen. Was hat es denn mit dem Herrgottsacker auf sich? Ja, wir sind im Grunde durch den Herrgottsacker durchgelaufen. Herrgottsacker, der Deidesheimer Herrgottsacker, ist eine große Einzellage zwischen Forst und Deidesheim. Im Grunde das ganze Hochplateau zwischen Forst und Deidesheim ist die Lage Herrgottsacker. Bekannt und bedeutend. Aber jetzt sind wir hier bei uns in unserer Deidesheimer Mäushöhle, die für uns auch ganz wichtig ist, die wir seit etwa 15 Jahren im Sortiment haben. Da hatten wir die Möglichkeit, eben diesen Weinberg, in dem wir jetzt stehen, zu erwerben. Das ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung unseres Sortimentes. Eher vom Typus eher auch wieder ein leichterer Boden. Und was ich jetzt gesehen habe, während wir hier durchgelaufen sind, hier hängen überall solche Ampullen. Was hat es denn mit denen auf sich? Ja, das sind Pheromondispenser, die wir zur biotechnischen Bekämpfung unseres schädlings Traubenwickler einsetzen. Der Traubenwickler ist im Grunde der bedeutendste tierische Schädling, den es im Weinbau gibt. Das ist, der Traubenwickler ist ein Schmetterling, ein kleiner Falter. Und was uns da eben Sorgen bereitet, sind die beiden Larvenstadien dieses Insekts. Ein Insekt, das eben diesen Zyklus Larve, Verpuppung und durchmacht. Und die Larve des Traubenwicklers, die verspinnt zum einen die Gescheine, die Ansätze der späteren Trauben. Und in der zweiten Generation legt der weibliche Falter Eier auf die dann erbsengroßen kleinen Trauben ab. Und das ist das größte Problem. Wenn da die Larve schlüpft, bohrt er sich in die kleine Trauben ein. Der Schädling heißt bei uns in der ersten Generation Heuwurm und in der zweiten Generation Sauerwurm. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, den mit diesem biotechnischen Verfahren zu bekämpfen. Genau. Also es ist eine sehr umweltschonende Methode. Es geht darum, dass diese Dispenser weinbergsübergreifend flächendeckend ausgebracht werden. Da gibt es so eine definierte Dichte, wie man das aushängt. Und da ist auch immens wichtig, dass die Winzer zusammenhalten und die Ampullen in Weinbergen ausbringt und auch in den angrenzenden Sträuchern und Bäumen. Ja? Dass wir eine Pheromonwolke schaffen. Also wir haben hier in dieser Ampulle die weiblichen Pheromone des Traubenwicklers. Ja? Und dadurch erzeugen wir eine Pheromonwolke über dem Weinberg, die dann so dicht ist, dass das Männchen das Weibchen gar nicht mehr findet. Es ist quasi verwirrt. Dadurch nennt man es auch Konfusionsmethode. Ja. Ja, und das führt dann eben dazu, dass es nicht mehr zur Fortpflanzung kommt und die Traubenwickler dezimiert werden dadurch. Okay, und was passiert jetzt zum Beispiel, wenn diese Duftwolke nicht mehr funktioniert, sage ich jetzt mal laienhaft, und wenn das leer ist? Also es ist so, dass das so dimensioniert ist, dass es im Grunde für die ganze Saison ausreichend Duftstoff vorhanden ist. Der diffundiert wurde hier durch den Kunststoff. Also bis hin zu einer möglichen dritten Generation, die es gibt. Wir werden ein langes Jahr haben. Es ist aber dann so, dass die auch nicht in den Weinbergen bleiben, sondern die werden tatsächlich händisch wieder eingesammelt. Also wir machen das so, dass unsere Leute während des Rebschnitts im Grunde einen Beutel dabei haben und diese Plastikampullen abmachen und wieder einsammeln, sodass sie eben nicht im Weinberg verbleiben. Klingt nach viel Arbeit. Und was gibt es noch zum Wein zu sagen? Ja, das haben wir nicht vergessen. Genau. Ganz wichtig. Also die Sabine hat schon angedeutet, dass wir haben einen leichten Boden, bedeutet aber im Umkehrschluss nicht immer, dass es ein leichter Wein ist. Also es ist schon ein sehr komplexer Weintyp, der auch so eine pikante Säure immer mitträgt und so eine Feinfruchtigkeit besitzt. Das ist ein sehr feingliedriger Wein, so würde ich die Mäushöhle beschreiben. Es ist kein lauter, sondern eher wie immer dieses leise, zarte, anklingende Fruchtelement. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter. Bleiben wir in Deidesheim und gehen weiter. Super. Ja.